SAW zeigt die Herstellung einer Hacke. An dem Beispiel einer Wiederhopfhacke, einer speziellen Forstpflanzsetzhacke, die zur Pflanzung von Setzlingen bei der Aufforstung zum Einsatz kommt, zeigen wir Ihnen die einzelnen Schritte der Herstellung. Übrigens, den Namen hat die Hacke vom Vogelwiederhopf, denn das um 90 Grad gedrehte Doppelblatt der Hacke ähnelt sehr stark dem Kopf des Vogels mit seinem Kamm. Ausgangsmaterial ist ein hochwertiger, bohrlegierter Flachstahl, der eine gute Verschleißfestigkeit und Härteeigenschaft aufweist, die für diese Hacke benötigt wird. Im ersten Schritt des Produktionsprozesses werden aus dem 6 Meter langen Stabstahl ca. 300 mm lange Stahlstücke geschnitten. Danach beginnt der Schmiedevorgang. Zunächst wird das Stahlstück in einem Drehofen auf ca. 1200 Grad Celsius erwärmt, zu erkennen an der hellen, kirschroten Farbe. Im nächsten Arbeitsschritt wird der glühend heiße Stahlabschnitt in einem Gesenk einer Negativform in mehreren Schritten unter der Presse verformt. Zunächst wird das Breitblatt gemeinsam mit dem Haus vorgeformt, dann erhält das Haus, auch Auge genannt, die endgültige Form. Das bereits vorgeformte Breitblatt wird durch weitere Pressenhübe vergrößert und schließlich wird das Haus ausgestanzt, welches später den Holzstiel aufnehmen soll. Mit drei weiteren Pressenhüben entsteht dann das um 90 Grad versetzte Beilblatt. In dieser Fertigungsstufe ist gut zu erkennen, dass die Hacke wie alle anderen Hacken aus dem Hause SAW aus einem Stück hergestellt wird. Beide Blätter, sowohl das Hacken als auch das Beilblatt, sind natürlich noch viel zu dick und werden daher auf der Schmiedewalze auf die richtige Stärke ausgewalzt. Erst das eine Blatt, dann drehen und das andere Blatt. Was da bisher entstanden ist, sieht recht unförmig aus, aber mit dem Konturenschnitt erhält die Hacke ihre unverwechselbare endgültige Form. Damit die Hackenblätter auch im richtigen Winkel zum späteren Hackenstiel stehen, also die richtige ergonomische Stellung haben, wird die Wiederhopfhacke noch einmal gepresst, das sogenannte Stellungspressen. In dem jetzigen Zustand sind die Schneiden der beiden Blätter noch weich und müssen daher noch gehärtet werden. Da die Hacke sehr unterschiedliche Materialstärken hat, besteht bei einer Kompletthärtung die Gefahr, dass beim Abschrecken unterschiedliche Spannungen und somit Verwerfungen, schlimmstenfalls sogar Härterisse entstehen. Aus diesem Grund werden die Schneiden der Blätter in separaten Härtevorgängen gehärtet. Das Hackenblatt wird so in den Drehofen gelegt, dass nur ca. ein Drittel des Blattes rot glühend werden kann. Nach der Ofenreise wird es dann im kalten Wasser abgeschreckt. Erst die eine Seite, dann wird die Gegenseite gehärtet. Der nächste Schritt ist das Schleifen der Schneiden. Da diese bereits gehärtet sind, muss das Anschleifen der Schuhe auf einem Nassschleifstein erfolgen.
Das Wasser kühlt die Schleiffläche, damit die dünne Schneide nicht wieder heiß wird und somit die Härte erhalten bleibt. In einer Lackieranlage wird schließlich die Wiederhopfhacke im Tauchfachfaden mit Knallhack überzogen. Die Hacken werden an der Hängebahn aufgehängt, durchlaufen zunächst eine Vorwärmkammer und werden dann mit Klarlack überzogen und anschließend in einer Trockenkammer getrocknet. Der letzte Schritt ist das Einstielen. Da Haus und Stiel jeweils konisch sind, verkeilt sich der Stiel automatisch. Eine zusätzliche Verkeilung mit Holz- oder Stahlringkeilen ist daher nicht erforderlich. Zum Einsatz kommt hier ein 1A Eschenstiel aus ökologischem Anbau. Esche ist das ideale Holz für Handgeräte, hochbelastbar, hart und dennoch flexibel.